tolle Location auch wieder hier. Beim Haus des Direktors des Sanatoriums. Los geht's. Pantoffel liegt noch da. Oh, krass. Also hier schon mal deutlich mehr Papier wie drüben im Sanatorium. Wahnsinn. Mal direkt mal hier schon mal rein. Und der Stern hängt noch an der Türe. Oh, krass. Ja? Also hier deutlich mehr Material. Auch hier der typische Vandalismus natürlich anzutreffen. Ah, und hier natürlich, jetzt sieht man mal, der Kalender sagt nämlich uns, das war September 17 da oben. Okay, also es hat hier wohl noch länger jemand gelebt. Krass. Sehr, sehr zerstört alles. Balkon natürlich verwildert. Das obere Stockwerk schauen wir uns dann gleich noch an. Hier noch Klo. Viel Papierkram, eine Blockflöte haben wir hier noch. Also hier haben ja wohl Leute noch gelebt. Okay, auch irgendwie Abwasser. Irgendwie Wasser. Größere Küche. Genau, hier geht es noch raus. Schauen wir uns vielleicht nachher nochmal an. Fahren wir mal kurz durch, das ist nicht so viel. Genau. Da ist dann auch schon Dead End hier sozusagen. Ja, das ist sehr viel Gerümpel hier. Okay. Draußen irgendeine Liebesschaukel. Was für Aufkleber, schauen wir mal. Dachstein. WWF, okay. So, was haben wir denn hier? Ach, schau mal einer an hier. Piano, Piano. Oh, wow. Da muss Sonja vielleicht noch mal ein paar Tasten spielen. Wahnsinn. Genau, hier geht es dann nochmal raus. Das haben wir gesehen. Genau. Also sehr viel Müll hier noch einfach. Das ist also ganz anders wie im Sanatorium drüben. Hier schauen wir einer an. Ne? Da kann auch in die Tasten gehauen werden hier. Nice. Das ist ja echt, wie alt ist das Ding eigentlich? Das ist ja der Hammer. Uralte Tastatur. War wohl das Arbeitszimmer. Gut, sind wir soweit durch. Gehen wir mal noch eins höher. Genau, also das ist natürlich schon wirklich, also hier alles demoliert. Sich so ein bisschen durchkämpfen.
Hier geht es scheinbar auch noch in den Keller. Mal kurz schauen. Ja, das wird dunkel. Also ich leider kein Equipment. Vielleicht mal noch besorgen. Was habt ihr für Ideen? Was kann man fürs Beleuchten benutzen? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Da haben wir noch hier die Plüschtiere und jetzt schauen wir uns das mal oben an. Also hier macht aber die Treppe auch einen deutlich stabileren Eindruck wie drüben im Sanatorium. Also ich hatte da dann oben drittes, viertes Stockwerk, hatte ich also auch schon Bedenken. Das sieht hier relativ safe aus. Ne? Hat geklappt, ja. Freie Bahn für dich, Sonja. Die sieht doch aber deutlich sicherer noch aus, gell? Also nicht so wie drüben, shocking im Sanatorium. So, dann wären wir im oberen Stockwerk. Hier erstmal gleich mal hier noch ein Balkon, der hier wirklich mit Glasscherben, also voll ist. Die Brücke schön sichtbar. Und hinter den Bäumen haben wir dann direkt das Sanatorium. Die Mutter aller Lost Places in der Schweiz. So, dann schauen wir uns mal das hier an. Also hier alles in Rot gehalten hier. Wow, krass, nochmal Balkon. Ja, Wahnsinn. Dann nochmal die schöne Landschaft. So, die Brücke. Okay, das ist ja wohl das Kinderzimmer. Hier noch ein bisschen Schreibtisch, noch einen kleinen. Der Schrank ist noch da, aber nicht mehr funktionsfähig. Ja. Ist ja auch auseinandergenommen. Okay. Der Schrank ist auch durch. Ach, das Badezimmer, schau mal an. Also hier gilt natürlich auch wie drüben im Sanatorium nicht mehr benutzen. Ach, der Boiler auch hier. Krass. Boah, eben die Vandalen haben hier gehaust. Provisorisches Schlafzimmer. Rollläden, alles noch intakt. Tempelkammer hier, ja. Was haben wir hier noch? Okay, da gehen wir gleich noch hoch.
da noch weiter. Aber noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Jetzt auch noch. Wir machen oben gleich weiter. Ich mache mich immer fertig. Hat zwei noch. Ach ja, genau. Ich mache mal erst hier unten fertig und dann gehen wir hoch. Dann geht es tatsächlich noch weiter. Ach genau, nee, Klo hatten wir. Oder ich weiß gar nicht, ja, Klo auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir jetzt hoch. Dann haben wir noch einen Einbauschrank. Okay, haben wir ja auch das obere Stockwerk. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Das ist jetzt hier noch spannend. Ja, auch wieder viel Dokumente. Ah, das ist dann wohl der Dachstuhl. Dann schauen wir den mal noch an. Ach du lieber Gott. Das ist natürlich hier voll mit Gruscht. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Das ist voll hier. Ja, mit. Ich muss dir mal anschauen. Alles ist auch safe hier oben. Das ist noch hier das Fenster. Also sehr viel Papier. Ach du lieber Gott. Ja, das ist ja irre. Das ist der Dachstuhl noch hier vom Gebäude. Auch noch ein Bett hier hinten in der Ecke. Also das ist ja unglaublich. Der Dachstuhl vom Chef. Alter Schwede. Sehr viele Dokumente. Schwer zu sagen, ob das hier dem Chef gehört hat, aber wirklich ein Schlamassel hier. Hier hinten noch eine Ecke, aber das sollte es gewesen sein, sehr dunkel. Also das ist jetzt mal eine Variante gewesen hier zum Sanatorium noch. Das Haus des Direktors. Direkt neben dem Sanatorium. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.